So, Madame et Monsieur, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Open Transport Tycoon Deluxe. Wir sind jetzt in der 5. Folge, also in der 10. jetzt, und haben gerade eine Zugverbindung fertiggestellt von Falkenberg nach Ravenshorst, nach Wittenwald bis nach Gera. Ich habe gesagt, ich baue die Schiene noch in der letzten Folge fertig. Ja, ich habe aber gar nicht gewusst, dass wir hier noch überall noch nicht mal die Signalisierung gesetzt haben. Das machen wir jetzt in dieser Folge. Fangen wir jetzt erstmal damit an. Und werden dann direkt einen Zug kaufen, den dann auf die Strecke setzen. Jetzt ist aktuell nur die Frage, nehmen wir schon die Diesellok oder bleiben wir noch beim Dampf? Ich würde ja einfach jetzt erstmal pro forma halber direkt auf die Diesellok gehen. Und das machen wir jetzt auch. Dann hängen wir jetzt hinten wieder unser Standardzuggespann an. Und werden jetzt hier. Oh, der Zug hat mal. Der Bahnhof hat mal. Der Flughafen hat mal Holz angenommen. Wahrscheinlich war hier mal irgendwo ein Holzdepot gestanden, was jetzt nicht mehr da steht. Wird wahrscheinlich zugemacht haben. Ja, wir sehen, die ersten Straßenfahrzeuge werden bereits alt. Ist scheiße, aber wir sehen, nein, die Lok ist sogar langsamer. Hat zwar mehr Leistung, ist aber langsamer. Deswegen ganz gut, dass wir jetzt erstmal die hier genommen hat. Und bis die da ist, dauert es jetzt eh erstmal eine Weile. Ja, wir müssen jetzt hier auch nicht jeden Dings mitnehmen. Wir fahren jetzt bis runter nach Gera und eventuell jetzt noch weiter bis nach Kiesheim rein. Und jetzt nehmen wir aber den Zug parallel. Halt, wir müssen ja noch den Rückweg einplanen. Der Rückweg muss ja auch noch gemacht werden. So und so. Und da das jetzt auch schon eine relativ lange Strecke ist, werde ich jetzt diesen Zug direkt hier mal kopieren. Und werde sagen, wir starten aber hier in Kiesheim und schicken beide Züge jetzt einfach mal auf die Strecke. So. Wir sehen jetzt oben schon das erste Fenster. Wir sehen jetzt auch hier, der Zug nimmt natürlich gleich die günstige Strecke und fährt direkt hier rein. So. Jetzt sehen wir auch, welcher Zug mehr Power hat. Es ist jeweils beides mal dasselbe angehängt. Bloß wird der Zug jetzt zuerst nach Gera fahren. Und ja, wird ihm jetzt erstmal kurz den Weg versperren. Hier hat sich ein Zug verirrt. Wieso hat sich dieser Zug verirrt? Ja klar, ich habe ja hier oben dieses neue Signal gesetzt. Was eigentlich total hirnrissig ist. Naja, egal. Ja, von Ravenshorst nach Ravenshorst fährt jetzt schon der erste Zug. Der erste Personenzug von Gera fährt jetzt direkt schon nach Wittenwald. Dort werden jetzt wahrscheinlich noch keine Passagiere mehr warten. Ja, aber das werden wir ja dann sehen. Wir haben ja hier oben aufgrund der direkten Anbindung an den Flughafen einen Haufen Passagiere, die mit dem Zug fahren und hier dann direkt in Ravenhorst ankommen. Diese noch relativ kleine, bescheidene Stadt
Wo jetzt hier direkt von Wittenwald der zweite Zug kommt. Und dann haben wir auch hier gleich auf der Strecke, die aktuell auf dem Position dreispurig ist, gleich schon eine erste Zugbegegnung. Immer wieder schön, wenn zwei Züge sich da so entgegenkommen. In Gera würde ich sagen, machen wir jetzt auch einfach mal eine große Werbekampagne. Und dass da einfach mal ein paar Personen mit auch mit unserem Zug fahren. Wir sehen, Elzhaven ist mittlerweile schon so groß und hat schon ein eigenes Footballstadion. Ein relativ großes sogar. Ich weiß nicht, wer da spielt. Wahrscheinlich die Mammuts Elzhaven oder sowas. Gibt ja so alles Mögliche im Football-Jargon. Genau, wir sehen jetzt hier die sehr lange Streckenverbindung, wo man hier unten angefangen hat in Vorhorst. Und was wir jetzt auch einfach einführen könnten, ein direkter Weg, beziehungsweise ein einzelner Zug, der wirklich als einzigster komplett einmal alles mitnimmt, was geht. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir erstmal hier und nehmen ja jeden Bahnhof auf dem Weg nach Vorhorst mit. Und ja, werden wir jetzt sehen, ob der eventuell dann auch wirklich richtig schwarze Zahlen schreibt oder auch nicht. Über Querwald nach Dannenhafen und nach Vorhorst und dort auch zur Wartung ins Depot und einmal alle Bahnhöfe auf dem Rückweg auch mitnehmen. Ja, wenn ich meinen alten Computer noch hätte, leider war er technisch so defekt, dass noch nicht mal mehr die Festplatte wirklich zu retten war, weil die Festplatte wirklich abgeschossen habe. Also die Festplatte ist abgeschossen und von daher geht der Computer gar nichts mehr. Leider. Sonst hätte ich die Spielstände eventuell retten können. Aber dem ist leider nicht mehr so. Ja, wir gucken jetzt auch mal hier rein. Wir sehen, alle Züge schreiben plus. Gut, der kann noch nicht. Bei den Bussen sehen wir hier, die werden alt. Die Problematik ist die, wir haben noch keinen neuen Zug, ja, beziehungsweise noch keinen neuen Bus. Wir können jetzt hier mal eine Ersetzung schon mal einstellen, dass wenn die Fahrzeuge alt werden, die Fahrzeuge dann ersetzt werden, sprich die außerhalb ihrer Lebensdauer werden. Und jo, das werden wir dann nachher mal angucken. Der hier da unten steht so ein bisschen rum. Er wartet gerade auf seinen Lieferzug, der noch in Rüsselsfurt steht. Ja, was wir eventuell jetzt auch machen könnten, die Städte hier eventuell auch noch mit einer kleinen Rundanbindung an die große Haupttrasse mit anschließen und direkt hier noch weiterbauen. Aber das müssen wir nicht unbedingt. Die haben ja hier unten auch Zugang zum Bahnhof in Falkenberg. So. Jetzt ist genau das passiert, was eigentlich ich hätte lieben gern gehabt. Ich habe hier unten zwei Ölfelder
Und hier stand bis gerade eben noch, beziehungsweise bis vorher, ja, noch ein, eine Raffinerie. Ich guck mal, was die kostet. Die kostet 3 Millionen D-Mark, also 3,614 Millionen D-Mark. Könnten wir dann eventuell dann auch hier unten hinstellen. Das würde sich dann vielleicht sogar für uns gut schreiben. Aber naja, warum haben wir hier so viele Miesen gemacht? Wir hatten hier unten extrem viel sonstige Ausgaben. Ja gut, wir haben da unten die Städte finanziert. Das ist schon richtig. Das liegt auch mit daran, weil wir auch Werbekampagnen gestartet haben und so weiter. Das ist alles da drin. Ja genau, hier sehen wir es jetzt einmal schön. Die zwei Züge befinden sich zwar im selben Block, haben aber miteinander nichts zu tun, weil sich ihre Wege nicht kreuzen. Also von daher ist das da überhaupt kein Problem, dass da die Züge so fahren. Und er ist auch gleich ausgewichen auf sein Gleis, dass er direkt hier auf das richtige Gleis einfahren kann, ohne der Dampflok direkt im Wege zu stehen quasi. Und jetzt hier sehen wir es auch noch einmal, dem ganz großen Gleisfeld. Ja gut, jetzt hat die gerade bloß eine Panne. Jetzt hätten wir es hier gleich auf dem großen Gleisfeld gesehen. Gut, wir sehen es jetzt gleich hier. Auf dem großen Gleisfeld. Ich weiß jetzt nur nicht. Na gut, doch. Jetzt könnte es ein bisschen eng werden. Jetzt könnte es ein bisschen problematisch werden. Wobei eigentlich nicht. Jetzt dürfte normalerweise sie hier fahren. Genau, sie war hier quasi schon aus seiner Fahrtstrecke raus. Konnte deswegen schon direkt losfahren, also ja. Jetzt haben wir hier bloß einen kleinen Verkehrsstau verursacht, der noch nicht behoben werden kann, da erst die Lok raus muss. Aber wir haben jetzt das eine Problem, dass genau der Zug uns jetzt im Weg steht. Und im allerschlimmsten Notfall müssten wir den Zug nochmal kurz abbremsen. Das war knapp. Das war jetzt wirklich sehr, sehr knapp. Ja, deswegen habe ich das eigentlich relativ ungern, dass zwischen zwei so Signalen so geringfügig Platz ist, dass sie sich gegenseitig in den Kreis eingreifen. Das heißt, wir können die, müssten die Stelle nochmal ein bisschen abändern. Wir könnten gucken, können wir die Signale enger stellen. Gegebenenfalls, jawohl, könnten wir noch. Und dann kommen die Signale weg. Oder können wir dann die Einweichung noch ein bisschen früher setzen? Weil hier haben wir ja relativ viel Platz. Das werden wir dann sehen. Wenn es da weitere Problematiken gibt, das werden wir dann unten sehen. Ja, ich lasse jetzt die Zeit einfach mal ein bisschen schneller laufen, um zu gucken, ob wir dann da auch gleich die die neue Raffinerie hier hinsetzen können, die wir dann mit Schiffen anfahren, anliefern und dann dementsprechend sofort mit einer Warenstrecke verbinden können. So, ich glaube, das sollte schon reichen. Ölraffinerie, ja, noch nicht ganz. Die Preise steigen natürlich auch je nach Nachfrage. Wir sehen halt auch, alle Fahrzeuge werden halt sehr, sehr alt. Wir haben jetzt hier eine neue Fabrik neu aufgebaut jetzt. Wir sehen jetzt, die wird jetzt auch langsam zack, 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 zack aufgebaut und ist jetzt einsatzbereit. Jetzt gehen wir her mit einer, ja, mit einem Hafen. Und müssten den Hafen, na super, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich erstmal das Land noch ein bisschen absenken, dass wir näher rankommen. Dass der auch Öl annimmt. Da das uns eine Waren ausliefert. So, wir setzen jetzt den hier hin. Setzen jetzt einfach mal hierher den
Ding. Das neue Schiffdepot. Haben hier jetzt einen Öltanker, mit dem wir aktuell noch nicht genug Geld haben. Dann gucken wir mal, was die eventuell auch so produzieren. Das ist bei denen immer ein bisschen schwer zu treffen, wenn man da irgendwo wirklich genau hinklicken muss, weil dann sonst nur die Station trifft. Genau unten drunter. Was sie dann so produzieren, um auch zu wissen, wie viele Schiffe wir da hinschicken müssen. So, den schicken wir jetzt mal zu dem Ölfeld hierher und hier ins in die Werft zur Wartung und hier einmal zum Vollmachen. So, die Strecke werden wir aber auch erst in der nächsten Folge in Betrieb nehmen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, ciao.